Hi, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Naja, blöd Factorio, Blödsinn machen mit dem Soll dabei. Servus. Servus. Ja, wie immer, mir war es danach. Theoretisch, weil es fehlt dann noch das kleine etwas. Wir haben uns jetzt auch entschieden, wir lassen den Scheiß jetzt hier stehen und müssen uns nicht erstmal neu aufbauen. Genau, das ist es. So. Ach du Was dann? Scheiße. Oh mein Gott, ey, hast du schon mal die Kiste reingeguckt für die Roten? Ja, das haben wir schon gesehen. Die Grünen werden weniger, ne? Ja, ne? Heftig. Ja. Okay, ich sehe auch gerade warum. Das sind die falschen Arme dran, ne? Jetzt nicht mehr. Jetzt kommen mal die richtigen dran hier, dass da auch mal wieder was geht. Oh, die richtigen. Die Grünen, die alles runtersnacken. Ah. So ein Fuchs bist du also. Jawohl. Ich sehe hier nur Artefakte rumfliegen. So, wie sieht es denn eigentlich mit den Brennstoffzellen aus? Fast 2000 in jeder Kiste. Nice. So, ich bin fertig. Hä? Wie das aussieht, ey, geil. Ah, hast du ein bisschen aufgemotzt? Ja, schauen wir von oben, wie das aussieht. Die sind eigentlich gleich schnell in diesem Sinne. Wenn man so will, ja. Die sind gleich schnell. Das heißt, ich wäre dann in der Mitte genauso schnell wie du außen. Naja, gut, vorbei. Nee, da du einen kleineren Ja, Radius hast. dann müssten wir quasi. Ah, das ist, ja, das ist ein bisschen schwierig. Aber die Pfeile, die sind halt gleich schnell in diesem Sinne. Naja, gut. Bleib so stehen. Dann So. können wir dann nach harter Arbeit einfach mal eine Stunde lang drauf gucken Ja, genau. und dann bist du bekloppt fürs Leben. So, wir haben ja die Ionenkanone erforscht. Dann dementsprechend auch das Autotargeting. Ja, es fehlt da quasi nur noch die Rakete, ne? Ja, das Silo, wo wir die dann reinpacken, ne? Genau, richtig. Und dann die ganze Vorbereitung noch mit diesem Brennstoff, ne, die. Was war das gewesen? Brennstoff, Baumaterial mit Ja, geringer Dichte und. ja, das ist nur, oh je. Eine andere Hausnummer, ne? Ja, Aber das mit den Brennstoffen, das werde ich jetzt machen, weil ich sehe gerade unsere Raffinerien, die pumpen gerade alle Tanks voll. Also. Es ist egal was, alles wird aufgefüllt gerade. Ja, da kann man ruhig wieder, ja, Okay. Leichtöl, Petroleum kann man da wieder umpumpen in. Das werde ich mal vorbereiten. So, machen wir jeweils immer zwei. Zwei für das, zwei für das, zwei für das. Ja, kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ich stelle mir die Frage, wo werden die ganzen lilanen Teile hier verbraten? Keine Ahnung, ich habe jetzt extra hier noch mehr lila Teile herstellen lassen. Die nutzen ja quasi jetzt hier Petroleum, Leichtöl, Schweröl, ja. Ja gut, okay. Die werden ja alles mitgeliefert. Ja, war zu schlimm. Jawohl. Erstmal eine halbe Flasche weggeäxt. Wir müssen echt demnächst mal gucken, dass wir das so einbauen, dass wir gegenseitig immer von dem anderen noch das Bild mit im Bild haben. So. Oh, ja, klar. Das kriegen wir schon geschissen, ich kenne uns. Ja, das Problem ist, also meinen Sie jetzt da von der Facecam oder was? Ja, klar, Ach dass ich so, dann ja, gut. quasi unten links bin, dann ich, oben rechts du, weißt du, wie ich Ja, meine? klar. Durch das, wo ich jetzt ja meine AD-Kamera habe, ist ja die eine übrig geblieben. Die müsste ja dann quasi für Skype funktionieren. Theoretisch ja. Ja. Müsste eigentlich gehen. Mal eine komische Frage. Du hast hier unten ja bei dem Eisenvorkommen hast du ja Anforderungskisten gemacht, ne? Ja. Wenn da oben das Eisen leer geht oder was? Oder wie hast du das geplant? Ja, da wo es leer geht, setzt du einfach eine Anforderungskiste hin und Naja. sagst Eisen und dann wird es hochgebracht.
Und so baue ich dann quasi hier das ganze Feld ab. Weil, warum hier unnötig 3 Kilometer Bänder legen? Ja klar. So, da bin ich jetzt auch los. Ah, du hast auch welche? Ja, ich hatte die genau gepasst eben. Okay. Oh. Ja, siehst du, weil so wird jetzt das ganze Erz hier einfach mal abgearbeitet und wenn es weg ist, ja, reißt du die Dinger wieder ab und wartest, bis die Kisten leer sind. Ist die Frage, wo gehen die hin? Hier zu deiner Ah, okay, da oben hin, okay. Dings da. Gut, später kann man die auch noch hier in die Brennöfe umlenken und so Sachen. Wenn da mal das eine Eisenfeld hier leer sein sollte, was aber wahrscheinlich niemals passieren wird. Nee. Bis dahin haben wir schon 12 Millionen Satelliten im Orbit. Gespülte. Naja, klar. Ernsthaft staut sich das Eisen? Ich glaube, hier staut sich zurzeit alles. Das Eisen geht nur stückweise. Naja. Wie wir keine Alien-Artefakte haben. Verarschen? Ja, genau. Hast du vergessen, noch die Module zu machen, ne? Ach, geforscht haben wir sie, aber nicht angeschlossen, Ne, oder ne, wie? geforscht haben wir sie noch gar nicht. Ah, okay. Das habe ich auch gerade gewundert. Da hast du aber schon die Kisten alles aufgebaut, aber halt noch, ja, haben wir nicht geforscht. Okay. Egal. Genau, sehe ich auch so. So, hoffe ich, kriege ich jetzt mal ein bisschen mehr Akku. Oh, 250, oh, 500 Akkumulatoren. Nice. Was sagt denn der Strom? Beschissen, ne? Nichts Neues. Ernsthaft, 2,5 Gigajoule erst aufgeladen. Oh Gott, ey, ich brauche mehr. Solar. Aber wirklich mehr so da. Erstmal speichern hier. Was da für Roboter geflogen kommen, ey, jetzt sag gleich. Wahnsinn. Müssen jetzt, glaube ich, alle 500 Stück an Bauroboter müssen fliegen, ne? Ja, 500 mehr. Also so viel Holz, wie ich eingelagert bekomme, ja, kriege ich gar, wird mir das gar nicht weggeliefert. Ja, mit den Robotern ist schon eine feine Sache. Ich spuck einfach diese Roboter, die spuck ich einfach aus. Bläh. So rauskotzen. Das sieht nämlich so aus, als würdest du die rauskotzen, die Roboter. Oh Mann. Was? Das war schon? Okay. So, wie viel Holz habe ich bei mir einstecken? Eine Menge. Okay. Vielleicht kommt dann eine Riesenarmade an dir vorbeigeflogen. Du. Jetzt. Oh, da kommen sie. Ne, wo bleibt denn der Rest? Nur so vereinzelte Dinger kommen jetzt angeflogen oder was? Ah, ne. Wow, letzte Zigarette.
Ja, Bild in Bild. Muss ich nur schauen, wo ich dich da reinpacke. Ja, ich habe eh schon ein Plätzchen gefunden. So. Ja, so wird man halt von beiden Seiten auch mal die Reaktionen mitkriegen. Gerade wenn so dumme Sprüche kommen oder so. Naja. So. Achso, wollte ich gerade sagen. Okay, mehr Solar. Auf geht's. Oh, zugebaut. Verdammt. Was, wie viel von den Dingen habe ich noch? 30 Stück? Okay. Was sagen dann die Akkus? Nee, machen die Pflege. Ja, also ich würde mal sagen hier, deine Dinger werden langsam hergestellt für Brennstoff und so ein Scheiß. Okay. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Ich brauche hier noch einen Tower, sonst können die nämlich nicht abgeliefert werden. Okay. Oh, Mixmodule. Ja, die sind nicht so gut. Nee, leider nicht. Energieverbrauch. Ah, nichts mit Pollution. Oh, Und vor plus. allem das Problem ist, die kannst du nicht überall einsetzen. Ja, das ist ja klar. Die gelben hier zum Beispiel, die habe ich ja so umgeschrieben, dass du die echt in jeden Furz reinknallen kannst. Tja, die Akkumulatoren sind gleich wieder platt. Ja, die werden nicht vollständig geladen. Ich habe jetzt ja gerade Alter, noch. jetzt schon 10.000 Brennstoffdinger da. Oh Festbrennstoff. Gott. Ja, und die Raffinerien haben endlich mal was zu tun hier. Gott Oder sei auch nicht, Dank. ja, die stehen schon wieder still. Ey, was ist denn da los? Keine Energie. Nee, Dings ist voll leichte. Okay. Dein Scheiß Ernst! Da kommt schon, liebe Akkumulatoren, ladet euch auf. Ah, 6,6 Gigajoule Rest. Jetzt werden sie aufgeladen. Ja. Ich glaube, die werden schneller aufgeladen, als sie verbraucht werden. Ja, sie werden wesentlich schneller aufgeladen, als verbraucht. Okay. Wenn ich mir das angucke, dass die schon bei über 700 Megawatt sind, Alter, wir gehen gleich auf den Terawatt, ne? Ey, noch nicht. Terra. 839 Megawatt ist Nein, zurzeit das höchste. Gigawatt gehen wir zuerst. Ach, stimmt, ja, Megawatt, Gigawatt und dann kommt erst Terawatt, ja. Ja. Dann kommt Peter, dann kommt Ether. Ja, so weit kommen wir gar nicht. Ich glaube, danach kommt Pico. Ich weiß gar nicht, was es noch Ich alles glaube, gibt. danach haben wir, bis wir mal so weit sind, ja, ist die Weltkarte voll mit Solarzellen. Wie war das mal mit mit der einen, was du mal umgeschrieben hast? War das ein Akkumulator gewesen oder war das Ich glaube, das war eine Solarzelle und ein Akku und die haben, glaube ich, keine Ahnung, ein Terajoule Dings gehabt, Akku und ich ja. glaube, ein Terawatt an Strom oder so. Das war krank. Und das war noch günstig in der Herstellung. Ja. Ja, ich glaube drei Kupfer oder so, keine Ahnung. Ja, das hatten wir eigentlich damals einfach so aus Fallen gemacht, weil wir keinen Bock hatten auf Strom bauen. Hast eine Solarzelle genommen, einen Akku und da war die Geschichte erledigt. Vor allem konntest du die halt von Anfang an schon bauen. So, da steht er rum an der Nichtlampe. Naja, klar, hör mal. So, ich baue mir mal ein Ornament. Eine Lampe. So, bitteschön, ein Ornament. Ey, ein Pony. Ah, ne, das ist so ein. Pony.
Ja, von Weitem sah es eben so, also weggescrollt, sah es aus wie ein Pferd. Aber wenn man näher rangeht, ist es irgendwie so ein Spast, wo hier was aufbauen will. Ja. Wobei ich sagen muss, das sieht ein bisschen komisch aus. Was hat denn der da in der Hand? Das ist, glaube ich, eine Waffe. Nee, nee, das rechte, Ey, das ist das. vom Factorio, das Zahnrad. Ach so, Oh mein Gott, als Lolli. Ja, ich wollte gerade sagen. Sorry, Als Lolli. so. Ja, ne. Ach so, du hast ja schon Dings geforscht. Da müssten wir vielleicht bloß mal noch die Maschine hier einprogrammieren, dass der schon mal die Vierer bearbeitet. Muss mal dunkel werden, weil ich will ja wissen, wie hier diese Lampen hier sind. Hast du jetzt die größten gebaut, oder was? Ne, ich weiß nicht, ob das die größten sind von Yuuki. Ich weiß es gar nicht. Muss nur mal dunkel Was? werden. Hast du die schon gestellt? Noch, warte. Das ist mal eine davon. Okay. Das ist mal die andere davon. Hm. Deswegen, das will ich mal gerne wissen. Dann stell mal, nimm mal die zwei mit. Dann machen wir das jetzt anders. Wie weit kann ich die Schnüre ziehen hier? Eigentlich Bis, weit. so, bis hierhin. Müssen wir halt nur warten, bis es dunkel wird. Ja, weil jetzt ist keine Lichtquelle außen rum, weißt du? Ja, es kann noch dauern. Wir sind erst bei 16 Uhr. Naja, klar. So, ja. Oh, lol. Scheiß auf die Wifi Electrical Pole. Was hast du jetzt gefunden? Die von Yuki, die AEET Station, die hat eine Versorgungsbreite von 60 mal 60. Ach du Heilige. Jetzt ist aufgefallen, ey. Leck mich am Arsch. Wie heißt denn das Ding? Ist unter Yuki Energy die Ja. erste Reihe und das sechste. Das AEET Station. 60 mal 60, kranker Shit. Bin ich jetzt gerade am Bauen. Aber 1286 Chips, ey. Buh. Mit 4 mal 1286. 4 Plus. mal. Ach du Scheiße. Wieso die? Ach, so heißt der Chip. Ja, Okay. ja. Oh, ich habe schon gedacht, 4 mal Alla, 1286. nimm dir mal den Unterschied. Bauen mal ab und setzen mal drüber. Über den anderen. Okay. Das ist schon ein bisschen was. So, es Wie ist weit zieht dunkel. denn der? Warte mal, stopp. Wie weit zieht er sich? Ah, aber der hat, den kannst du nicht so weit ziehen, ne? Nee, nee. Oh, lol. Oh, lol. Sind die genauso stark wie die von. Sind die genauso stark wie die von Big Lamps? Ich weiß es gar nicht. Ja, vor Ja, allem, da die steht. sind genauso stark. Okay. Da steht halt nichts dabei, von wegen Ja, die sonst sind viel. genauso stark. Also Ah, selbe okay. Helligkeit. Ja. Sind nur relativ schweineteuer. Aber da gibt es noch eine Hochenergielampe, ne? Ja, das war ja eine. Ach, das war die? Das ist die. Das ist eine Ah, okay. Hochenergielampe. Okay, das heißt eigentlich, das sind die genauso stark wie die von Five-Steam. Genau, richtig, richtig. Aber kosten weniger. Von Five-Team kostet weniger. Sicher? Ganz Ja, sicher. doch, ja, stimmt. Die Five-Teams sind günstiger im Endeffekt. Weil die Aber anderen alleine für sind. die umgewandeltes UCA2, ey, da bist du Ja. ja ein Vermöscher los hier. Naja, klar. Wie sieht's denn aus mit den Akkus? Naja, kann man betreiben. So, Speedmodul 5. Ah, haben wir schon. Stimmt ja. Ja, wird auch gerade schon was hergestellt. So. So. Ihr sollt mal schneller fliegen. So, ich gehe sie mal einbauen. Dies. Ja, wenn nicht die Tanks voll wären, ne?
aber maximaler Energieverbrauch plus 540%. Ah, Schlecken, ey. Wir haben jetzt ja genug Energie vorerst. Machen das die Akkus noch mit? Wie weit sind sie? Ja, die werden jetzt wieder aufgeladen. Also Digge, Digge reicht das. So, eingebaut. Die Geschwindigkeitsmodule. Oh ja, die Grünen stauen sich wieder. Sehr schön. Puh, die Roten sind wieder fast voll, ne? Ich begrenze mal die Kiste von den 5er Modulen. Was? Ah! Ich sehe da noch was rumfliegen. Ja, ich habe gerade angefordert. Ach, die große Provider-Chest, Ich okay. habe die mal getestet, ja. Funktioniert Einfach das mal. mit unserem System? Ja, ne? Müsste normalerweise gehen, weil es ist ja eine Anbieterkiste. Warte mal, ich gehe mal scherzhaft hin und fordere mal einfach mal 10 Stück. Ja, ich krieg Ja, 10 Stück. okay. Ja, dann könnt ihr jetzt mal herstellen. So, also, das hier ist schon mal erledigt, das Thema. Ja, das brauchen wir halt nur die. Brennt geringe Dichte Scheiße da noch. Ja. Das wird das nächste sein, was ich hier baue. Was war es denn noch? Ach, verflucht, ich brauche diese komischen Chips da, aber die stellst du bestimmt her, ne? Welche Chips? Diese 12 Ja, irgendwas, die stelle die ich her. ins. Ja. Dann brauchen wir Solarpaneele noch, normale. Ich nehme mal die Hälfte raus jetzt. Boju. Da haben wir Solar eigentlich, ja, ne? Ne, haben wir nicht. Nee, haben wir ja noch gar nicht gemacht soweit. Aber lass das hier unten aufbauen. Dann haben wir wenigstens einen Überblick, wo der Scheiß rumsteht. Naja, eigentlich auch wieder wahr. So, warte mal, dann mache ich hier jetzt die Maschinerie. Da muss bloß noch so eine scheiß Kiste rein, weil die hat leider nur. Ah, da muss man noch einen Dingstower setzen, sehe ich gerade. Was dann? Einen Robohanger. Bitte schön, steht. So. Ja, jetzt können wir uns aussuchen, was der herstellen soll. Dann baue ich mal noch 2 Stück, weil ich glaube, wir brauchen 4 Teile, ne? Warte mal, Moment. das war geringe Dichte. Genau, das war einmal. Das stellen wir hierher jetzt einfach, die geringe Dichte. Das kommt hier Genau. hin. So, Raketentreibstoff haben wir, das passt. Elektromotoren produzieren wir, Lasertürme brauchen wir noch. Die kann man Okay. auch noch so schnell machen. Akkumulatoren können wir noch machen und die Solarpaneele kann man alles in einer Fabrik machen quasi. Das heißt, Laser, Solar, Akkus. So, mache ich gerade hier mal die. Alter, die brauchen jeweils 3 Sachen, okay. Ja, das ist eigentlich nichts Billiges, ne? So, was habe ich noch gesagt? Brauchen wir. Achso, genau, Akkus. Die Einser. Okay. Solarpanelen wird auch gleich gemacht. Stapelgreifarme, genau. Rein, rein, rein. Raus, raus, raus. So. So, Stahl, Kupfer, Plastik. Oh, Batterien. Ah, die werden angeliefert. Okay, das passt.
So, Solarzellen. Also Akkumulatoren brauchen wir ja viel mehr. Hehehe. Ah, geringe Dichte wird auch hergestellt. Alter, sieht das aus hier. So, Akkumulatoren werden hergestellt, Solarzellen werden hergestellt, passt. So, jetzt brauchen wir aber noch für das Raketensilo. Brauchen wir nicht auch noch diese Raketensteuereinheit? Ja, brauchen wir auch noch. Okay, das heißt, wir brauchen da noch eine Produktion. Dann machen wir das hier uns unten drunter. Fertig. Beton brauchen wir auch noch. Ja, dafür ist es gut, dass wir uns das Eisen anliefern lassen können. Für das Silo brauchen wir sowas nicht. Für was brauchen wir die nochmal? Brauchen wir die nur für das Silo? Na, für das Silo nicht, aber für was waren die nochmal? Aber das wäre ein Satellit? Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil ich glaube, der Satellit braucht die. Ah, okay. Nee, das Ne, Satellit braucht er auch braucht. nicht. Hä, wer braucht. Wer zum Teufel? Ah, aber das Raketensilo an sich braucht es, um die Rakete zu bauen. Stimmt, ja, genau. Deswegen brauchen wir es also doch. Ja. Scheiße. Gerade noch so am Freuen. Ah, dann. Verflucht. So. Boah, was geht denn hier ab? Ah ja, die holen sich jetzt natürlich hier das ganze Zeug, ne? Ja, klar. Ja, wobei die Kisten auch relativ schnell bald leer sein dürfen. Die von Stahl ist leer. Oh mein Gott. Kupfer, Eisen ist noch da. Ja. So, was brauchen die? Blauen und Einser-Module. Oh, wollt ihr mich verarschen? Ja, gut, blaue, Scheiße, haben wir gar nicht so viele, ne? Ja, doch, blauer hätten wir, aber Einser-Module, das ist jetzt gerade ein bisschen assi. Da Wieso? müssen wir gleich mal eine Dings bauen, Maschinerie. Ach. Weil die eine wird es nicht schaffen. Nee, die packt's auch nicht. Wobei, die kann, warte, ich stell sie ohnehin, komm. Es ist ja eigentlich nur verlängern und das war's, in diesem Sinne. So. Einmal, zwei mal. So, Anbieterkiste, rein, rein. So, das wäre also, ja, einzelne Module werden jetzt produziert. Wie gesagt, das ist ja gar kein kein Heckmeck. Die ganze Geschichte hier. Und dann halt noch blaue Dinger. Die haben wir ja auch in Massen. Noch. Noch, genau. Ja, die ersten Dinger laufen hier schon mal. Das ist sehr gut. Boah. Raketensteuereinheit. So, was kommt nicht hinterher? Ja, toll. Stahl kommt nicht hinterher. Ja, da sind noch teilweise noch, ja, billige Bänder noch drauf. Ne, Stahl ist eigentlich okay, nur sollte man da vielleicht mal einen richtigen Greifarm hinsetzen. Wenn das so langsam von hinten ankommt. Das sind ja teilweise noch die gelben Tunnels, beziehungsweise Fließbänder und teilweise die roten. Okay. Ja, stimmt, ich sehe es gerade jetzt Ja, ausgelutscht. deswegen, weil ich mache die jetzt einmal in die ganze Geschichte in weiß. Alter, sieht das aus hier voll das Chaos. Ja, mit Roboter ist mir das Ganze ein bisschen lieber. Wir müssen sowas machen, so eine Challenge ohne Roboter. Ho, 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 ho. Das würde auch gehen. Wie? Solange ich Five-Dim habe mit 10 Kilometer Fließbandmöglichkeiten, dann ist es okay. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, das, da, ja, ich glaub, das werden wir mal machen. Ohne Roboter die ganze Geschichte, ey. Ach, werd ich da fluchen, ey. Werd ich da fluchen bei Yuki. Du wirst nicht bloß fluchen, glaub mir, du wirst kotzen. Weil die ganze Produktion wird schnarchend langsam sein. Ja. Weil du kannst dann quasi die Hauptbänder nehmen. Stahl, Kupfer, Eisen. Musst dann da mit gelbem Greifarm arbeiten.
Weil du ja eine ellenlange Produktionsstraße haben wirst. Ja, klar. Und bis da mal ein Teil hergestellt ist, weil wir spielen das dann auch ohne diese Overpower-Module. So, also Eisen, der Stahlträger sollte jetzt da nochmal relativ flott kommen. Eigentlich. Wieso ist denn hier Fließband? Egal, weg damit. Ja, die Kiste, das ganze Knicken, dass sie mal voll wird, das ist vorbei. Ja, klar. Ja, wie gesagt, ich brauch dir. Du brauchst die nicht. Ah, okay. Also ich brauche die ja für die Lasertürme, ich brauche sie für die Solarpaneelen. Ja. Ja, das geringe Baumaterial braucht ihr auch. Ja, brauch auch. So ist das nicht hier, ne? Da ist schon ein bisschen was am Werkeln gerade. Na klar. So. Gut, dann. Wo ist denn unser Raketensilo? Ich brauche dafür Beton und rote Motoren. Okay, Beton fehlt noch, ne? Das mache ich Okay, gerade. das. Wo bist du damit? Ich mach's gerade jetzt unten noch die Fabrik hin. Warte mal kurz, bevor du das machst. Guck, wo Wasser in der Nähe ist. Weil du brauchst Wasseranschluss dafür. Mach ich Oder mit hast du noch. Yuki. Hast du noch so ein Teil oder was? Moment. Yuki Industries. Liquids. Ja, könnte ich bauen. Na, warte mal, dann machen wir das so. Eine Kiste dahin. Und dann haue ich hier diese schöne rote zwischen rein. So. So. Beton. Dann haben wir hier noch ein bisschen Strom. Strom, Beton. So, das, das, das. Okay. Genau. Ach, die braune Eisenerz. Bekommen ja geliefert, ne? Jo, ich habe dir mal hier eine Wasserleitung professorisch gesetzt. Okay. Ja Was gut, okay, brauchen die passt. noch? Eisen und Backsteine haben wir beides, sehr schön. Ja, das haben wir beides. Dann machen wir so. Jeder separat, weil dann werden die schneller in die Maschine reingestopft. Richtig, genau. So. Das muss ich noch warten, bis meins fertig ist. Also geht der relativ flott. So, und fertig. Und du produzierst bitte Wasser. Auf geht's. Modul So, was? rein. Da mache ich jetzt hier die obere Kiste Eisenerz. Wenn ich es finde. Da ist es. Ja, komm, machen wir 100 Stück. Was brauchen wir zweimal? Und was war es noch? Ziegelsteine. Ziegelsteine. Die waren ja hier unten. Auch wieder 100 Stück. So, zack. Dann leg mal los, Kollege. Alter, Boah. Alter, wie schnell wird denn der Scheiß hergestellt, ey? Ah, da können wir ja schon fast wieder die Base zu betonieren. Moment. Nee, lass mal, ich will jetzt hier die Boah. Rakete bauen. Ach, lass doch die Kiste offen, das kann ruhig verbraucht werden, das Zeug. So. Ach, du hast da schon Speedies reingesetzt, okay. Wo? Ja, hier in die Maschinen-Speed-Module. Alter, die sind voll bis unter das Dach, ne? Die Ja, sicher. arbeiten gar nicht. Nee. Weil, wird was mit Petroleum los? Was mit Petroleum los? Was mit Petroleum los? Leichtöl ist voll, oder was? Leicht Krass. ist es voll. Okay. Petroleum wird einiges wieder geschluckt. Was wurde? Was haben wir Ach, ja, hier. Guck mal. da? Ah, okay. Die fressen ja jetzt ohne Ende. Aber wieso wird jetzt Leichtöl nicht wegradiert? Ich Das ist doch weiß nicht. genauso im Gebrauch wie das andere. Aber ganz leicht wird es verschmutzt, benutzt. Okay. Ja, das geht ja mal gar nicht. Moment. So, hier mal kurz unterbrechen. So, dann ziehen wir hier einfach mal eine normale Line. Nein. Eine Line. So. Weil ich habe ja hier noch zwei so Shimota-Geschichtdinger da. So, setzen wir einen links, einen rechts. Passt. So. Dann kann der hier rauspacken. Und der kann einfach nach unten den Scheiß weiterleiten. Hab ich noch Rohre? Nein, ne. Gibt's, oh, das sind echt keine Rohre mehr. Doch, ich hab mal welche. Hier sind sie doch. Okay. Ja, genau. Genau. Ja, der soll mal ein bisschen hier Leichtöl pumpen, dass der Rest auch mal wieder nachkommt.
Aber der holt sich das jetzt natürlich erstmal direkt frisch von der Leitung raus. Na ja, gut, es kommen jedenfalls nur mehr von diesen lilanen Teilen raus. So. Ja, vor allem die Kiste ist leer, ne? Ja, klar. Alter, wo werden die alle hingebracht? Die werden oben gefressen. Alter Schwede. Die werden oben gefressen bei den Ist das. Alien-Artefakten. Ich muss oben wirklich was begrenzen. Ey, das ist ein bisschen zu viel. Ah, das ist. Was wird denn da oben noch gefressen an. Du brauchst keine Alien-Artefakte. Du auch nicht, du auch nicht. Wo wird denn. Ah, okay. Komm. Hör mal bitte auf. So, wo werden hier noch Alien-Artefakte geschluckt? Sonst nirgendwo. Weil wir haben jetzt ja schon. Ja, an die. 5000 Brennstoffzellen. Müsst du eigentlich reichen, oder? Ja, für die Rakete so einen kleinen Schubs zu geben, bestimmt. Wow, was geht denn hier ab? Was da? Was? Wo gehen die ganzen Roboter hin? Hä? Ah, die haben dir was gebracht, okay. Ah ja, weil ich hier Dings gebaut habe, das erste. Silo, ne? Genau. So, ansonsten werden hier nirgendwo Alien-Artefakte gebraucht, oder? Ich glaube nicht. Weil oben war das einzige gewesen. Ja. Ich tu mal die Kiste für Alien-Artefakte mal begrenzen. Dass die leeren Teile sich wieder stauen. So, und dann. Ja, die Stahlkiste, ne? So, hier hast du zwei Raketensilos. Die brauchen jeweils drei blaue Kisten zum Einladen. Gut. So, was brauchen die? Ja, okay, die drei Hauptbestandteile. Habe ich die schon gesockelt? Ja. Was ist Die. Baumaterial? Raketentreibstoff und diese Computerscheiße. So, und die Computerscheiße. So. Gut. Oh, ey, das nervt. Jo, 3% passt. Ups. So, alles auf 100 stellen, dass er relativ flotter unterwegs ist. So, 100. Ja, halt. Oh, ist doch relativ schnell fertig. Ja, so muss das, ne? So, es fehlt nur die Orbitalkanone. Ja, da. Ich habe doch unten alles vorbereitet. Du. Ach So. Gott, die sind ja schon gleich fertige. Ja, klar. 90%, die andere auch gleich. Dann, ja, erst ist fertig. Ernsthaft, ich Oh brauche. mein Gott, ey. Ich kann ihn nur im Dreier, in der Dreierfabrik bauen. Die Rotze. Ja, das hatten wir doch da letztens schon. Ah, stimmt, ja. Oh Gott, ernsthaft. Ach so, da brauchen wir ja auch noch mal Kisten, wo ja die Laser angeliefert werden. Die Laser habe ich. nee, die Dings, die Orbitalkanone, die muss ja Ach auch so. eingeladen werden. Naja, klar. Sag mal, den So. gelben Greifarm dafür. Ist er nicht putzig? So, wo bist du, Kanone? Orbitale-Ionen-Kanone, jawohl. Zack, zack. Genau, so. So, also das ist vorbereitet, die werden sogar frisch geladen dann. Okay. Jetzt müssen wir halt bloß noch den Scheiß herstellen da mit dieser Kanone. Ah, machst du gerade? Yep.
Ist ja nur schweineteuer, ne? Oh, ich sehe es gerade. Alter, da müssen wir ja noch Radare herstellen. Ach, die kannst du so von Hand bauen. Das ist eigentlich auch Ja, kein Problem. was, Alter, ey? Ich baue hier nichts mehr von Hand. Ach, faule Schwein. Richtig, so. Was sind sie denn, die Radare? Hier unter dem Waffensymbol. Zack. Was brauchen die? Grün, Räder, Eisen. Ach so, du machst Internet. das so. Ja. Vielleicht noch ein paar Sockel reinhauen, dann lohnt sich das. Ja, ein bisschen. Wie viel braucht denn da für eine Ratte? Immer 10 Stück. Ja. Ach, geht doch schon los hier. Oh, geht schon los. Ach, der So. stellt jetzt quasi mit Drei. einem Material 3 Stück her. Nice. Ja, das kann Na ruhig volllaufen, das Ding, ja, weil klar. jeder Dings braucht einen Slot. So, dann müssen ja die gleich beladen sein. Ja, sind sie schon. Beide? Ja. Ne, die andere noch nicht. Doch, jetzt Jetzt. da. Okay. Ich nehme die rechte, die linke, du die rechte. Okay. Countdown! 3, 2, 1, tschüss! Und die haben schon die nächste drin. Oh Mann, ey. Tschüss. Oh, meine ist schneller. Ich stell die mal. Ich habe es jetzt mal eingestellt, dass die gleich immer 10 Stück in die Kiste reinhauen. Okay. Dann haben wir immer einen Vorrat da. Ja. So, 15, 17, 18, 20. Alter, wie das abgeht. Jawohl, das Jawohl. passt passend, das passt perfekt. Das passt gerade wie die Faust aufs Auge hier. Wir schicken die Laser da oben. Ah, wir brauchen jetzt noch die Maschine, die die Dinger herstellt, ne? Was denn? Die Zielsysteme. Ja, die kann, du brauchst nur einen zu bauen. Einen einzigen. Ja, aber wenn ich das mit der Maschine mache, kann ich diese Satelliten bauen, Ach die dann so, dieses ja. Autotargeting Genau, machen. richtig. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ich bereite mal schnell die Maschinen vor. So, zack, Okay. zack, siehst du. Und einmal da Modul, so. Sie stehen schon, die Maschinen. Okay. Lalala. Gut, dann, ja, nächste Folge, ne? Ja, genau. Bis dann. Jo, tschüss. Tschüss.